Na dann, Xaver, wo bist du? Mein rechter Platz ist leer. So, hallo. Ich gebe es auf in meinen Haaren, habe ich beschlossen. Das ist okay. Ja, ich lasse sie jetzt einfach so. Das nervt mich einfach nur immer. So. Möchtest du wissen, was wir heute machen? Ja, ich sehe es schon. Wir sitzen vor dem Weihnachtsbaum. Wir haben jetzt Mitte April und bald ist Ostern. Und wir haben einen Weihnachtsbaum. Ja. Das heißt, wir schmücken den Weihnachtsbaum. Also, Schande über unser Haupt. Ja, mal ganz ehrlich. Ja, wir haben April. April. Und... Wir haben immer noch einen Weihnachtsbaum mit Weihnachtsschmuck dran. Ja, der ist doch schön. Es kommt zum Glück nicht so viele vorbei. Sonst wäre er wahrscheinlich schon weg. Aber sie will ihn behalten. Was, sonst wäre er schon weg? Ja, weil dann würde man jedes Mal sagen müssen, ach so. Der Weihnachtsbaum, ich gehört den Weihnachtsbaum noch, der ist ja noch früh. Der ist ja gut, wir schmücken ihn jetzt um. Schau mal, Sarok. Da darfst du voll schrumm. Ja. Da darfst du die Kugeln reinmachen. Sehr gut. Und dann habe ich die Ostereier. Ja! Also, was macht man, wenn man den Weihnachtsbaum nicht entsorgen will? Hä, der ist unecht! Was laberst du? Genau! Ostereier dranhängen, das ja. Ist das Sache. Achso, Ostereier dranhängen, Entschuldigung. Solange er noch grün ist, kann man noch Ostereier dranhängen. Genau, solange er noch schön aussieht. Und das Lustige ist, dann warten wir noch 6 Monate, dann kommen wir wieder schmücken mit Weihnachtsbaum. Oh, ihr seid echt nervig, Hunde, Mensch! Ja, das knistert so schön. Wollt ihr eine Kugel haben? Leo, nimm deinen Arsch aus, deine Nase aus Amys Arsch. Schmeckt's? Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. So schön sind deine Eier. Ja. Oder was? Was? Hä? Das bin ich irgendwie nicht mitgekommen. Wir hängen doch da jetzt Eier dran, oder nicht? Ja, stimmt. Also, wir hängen da jetzt Eier dran. Wirklich Eier. Hier. Ja, Ostereier. Eier. Die sind ja schön. Ostereier. Die sind ja schön. Die habe ich mal au! Von einer Kollegin bekommen, die sie von einer Kollegin bekommen hat. Au! Ja, was machst du denn? Das hat so, das war so gespannt. Ja, ja. Natürlich. Und dann ist es so aufgegangen. Ey, Leo, du Leo Dieb! Leo hat aber das Ei geklaut. Das hat voll weh getan. Das ist einfach kein... Das waren Schmerzen, die kannte ich vorher noch gar nicht. Jetzt weiß ich, dass ich tatsächlich lebe. Aha. Ich dachte mal, ich bin nur eine Simulation. Aha. Ich habe ziemlich grobe Hände vom heutigen Arbeiten. Im gestrigen. Also. Ich habe vorhin was geschrieben, per Hand. Warte mal. Schau mal, wer kann das lesen? Kann das jemand lesen? Ich kann es nicht lesen. Kannst du das lesen? Da steht. Anbistruch. G-Klasse 6x6. Ja. Warte mal, ich entziffere das obere auch noch. Ja, was heißt das denn? Anbiss? Imbiss. Imbiss! Imbiss-Truck! Yeah! Du hast dir einen Imbiss-Truck gewünscht, das habe ich doch gelesen. Ja. Ja, meine Hand war nach dem Arbeiten draußen so am Arsch. Ja, das verstehe ich. Dass ich noch schlimmer schreibe als sonst. Noch schlimmer. Du meinst so schlimm wie früher. Okay. Das ist jetzt schon ziemlich gemein. Leo, erstens, die Kamera, ja? Genau, Leo, denk dran, die Kamera wackelt, wenn du da rumhüpfst. Und zweitens, die Amy, ja? Habt ihr auch kleinere Geschwister, die euch immer ärgern? Die gehen so auf den Sack. Also ich habe einen jüngeren Bruder. Der ist halt Leo. Das war tief. Und ich stinke Pizza ab. Der stinkt wie ein großer. Da fehlen noch 2 rote. Oh nein, wir haben ja eine kaputt gemacht. Die habe ich kaputt gemacht, nicht du. Du hast eine kaputt gemacht. Ja, aber wo ist die andere? Ich weiß nicht. Hab ich auch eine? Vielleicht habe ich auch eine kaputt gemacht. Ah, da hinten hängt noch eine. Ah, da hängt noch eine. Sehr gut. Eine habe ich kaputt gemacht. Wie waren das? Die hing hier unten. Ja. Blöderweise ist vielleicht auch keine so gute Idee, da eine hinzuhängen. Nee, war nicht. Und irgendwie beim Vorbeilaufen oder so. Oh! Aua, meine Ohren. Was ist denn Scheiß? Ja. Warum noch so ein Weihnachtsbaum stehen? Bestimmt halb Deutschland. Ich glaube nicht, dass wir die einzigen sind. Hallo, die meisten haben wahrscheinlich nicht mal einen unechten Baum, ja? Und davon wird nicht mal die Hälfte noch im Baum stehen haben. Und geschweige denn,
nochmal davon die Hälfte wird sagen, oh, hängen wir doch Ostereier dran. Ja, schau mal, wie schlau ich bin. Ja, das stimmt. Ja. Ich gebe es ja mal zu, ja, wir sind komplett Baller und anders und so und deswegen finde ich das in Ordnung. Wer beneidet uns jetzt schon um unseren Osterbaum? Ach, ich kann uns einwickeln. Ja, Ostern hat ja auch was Christliches. Ja, ja. Also ja, erst wurde er geboren, dann irgendwann, wieso feiern wir nicht, wie er gestorben ist, aber jetzt steht er dann auf. Ah, da ist ja nun eine drin. Genau. Ja, wenn jemand stirbt, das feiert man nicht. Ach so. Oder? Ja, obwohl, es gibt Länder, da feiert man das so richtig. Da wird ein Riesenfest gemacht. Ja, aber die feiern nicht, dass jemand gestorben ist, sondern die feiern ihre Toten. Ja. Das ist ein kleiner Unterschied. Aber ja, schon. Ich finde das aber eigentlich eine nette. Ich finde das schöner, ja, weil wenn jemand stirbt, das ist sowieso schon traurig genug. Ich glaube, in Spanien ist es, oder? Mit dem Fest der Toten. Oder ist das, wo ist das? Auf jeden Fall irgendwo in Hitlersland. Mexiko, irgendwas. Ich finde das eine richtig schöne Idee, dass sie da einmal im Jahr. Wir haben ja auch frohen Leichnam, aber das ist. Ja, aber nicht nur einmal im Jahr, sondern es gibt wirklich eine Gruppe, die wirklich. Ich weiß nicht, wer das ist, die wirklich sagt, so, der ist gestorben, wir feiern das jetzt. Also da wird ein richtiges Fest gemacht, wenn einer stirbt. Nicht einmal im Jahr werden alle befeiert, weil sie tot sind oder sowas, sondern hier ist noch eine. Ah, und da hinten hängt noch eine. Sondern sie feiern. Die machen das mit Fröhlichkeit, dass jemand gestorben ist. Nicht jetzt, weil sie froh sind, dass er tot ist, sondern. Ich möchte etwas sagen. Weil das ist einfach. Oh Mann, oh, er dreht sich entgegen. Achso, das geht nicht wegen dem Kabel. Ich kann mich drehen. In die Richtung. Ich mach das jetzt wie beim Auto. So. Also nicht weil er tot ist, sondern. Gib mal eine Schere, ich mach das jetzt. Glücksschere. Ja, aber ich finde auch diesen Tag der Toten voll cool. Wenn die dann einfach ein Fest feiern und dann so sagen, ja, wir feiern die Toten und sie sind jetzt alle für heute unter uns. Das finde ich eine voll schöne Idee. Ja. Ich bin ja jetzt nicht gläubig eigentlich, aber. Ich finde es einfach eine schöne Sache. Wenn ich sterbe, will ich, dass du feierst. Mann, das werde ich nicht können, tut mir leid. Gut, wenn du natürlich 97 bist und schon dein Leben glücklich verlebt hast, dann kann ich das eher benutzen. Dann bist du froh, oder? Ah, ich starre das Sack weg und ich muss nicht mehr seine Windel wechseln. Halt die Klappe! Mann, nein. Aber dann hattest du ein schönes Leben und das ist okay, aber wenn du jetzt stirbst in 2 Jahren, dann werde ich ein bisschen traurig sein. Ja, das stimmt. So, Lichterkette würde ich jetzt auch wegmachen. Oder willst du es dran lassen? Ja und nein. Okay. Nee, machen wir sie weg, oder? Gut. Oh, wunderschön. Oh mein Gott. Man sieht es in der Kamera gar nicht so gut, aber ich finde es toll. Okay, so. Ja. Der Leo findet es auch toll. Ja, Leo, komm mal her. Du armer Hund. Schau mal, was ich jetzt mit dir mache. Oh Gott, ja, du armer Hund. Du armer Hund, schau mal. Oh. Oh, schau mal, er leuchtet. Okay, Leo. Vielleicht wird er dann etwas klüger. So, du darfst gehen. Oh, oh, oh. Man sieht eher leuchten. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben nämlich nicht so viele Ostereier. Die wird dir schön verfallen. Möchtest du eins? Ja, ich finde das Blaue so cool. Was sagst du dann erst zu dem Weißen? Grünen? Auch schön. Ist das ein echtes Ei? Nein, das ist Plastik. Echt? Ja, schau. Darf ich es ausprobieren? Naht. Das hat eine Naht. Ja, aber das ist ja auch eine Naht. Das ist nur angemalt, das ist hier nicht. Ja, vielleicht erschaffen wir ja einen neuen Trend. Ja. Oh ja. So, Ast, du musst jetzt darüber, das ist das ist doch wirklich so. Im Prinzip werden die trendigen Sachen daraus erfunden, weil irgendwer was Verrücktes macht. Ja, also irgendwann. Hey, hörst du auf, Leo! Mensch, habt ihr das gesehen? Zieh da einfach dran. Mein Ei. Das riecht wahrscheinlich. Irgendwann hat irgendjemand gesagt, oh! Schlaghosen, das ist mal was Neues. Wer sollte denn sowas sagen? Geil! Oh, Skinny Jeans! Geil! Oh, bauchfrei! Das war ein Mann. Geil! Das ist geil! Echt? Ja, ja. Echt jetzt? Bauchfrei war in Amerika, glaube ich. Ich glaube, das habe ich ursprünglich für Männer gedacht. Stimmt, ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Geil! Geil! Jetzt würde man sagen, hä? Wieso das denn? Aber es ist in den Trends, zwar bei Mann und Geschlecht, aber es ist in den Trends. So wird das ja auch. Vielleicht sagt der eine oder andere, der sagt, boah, geil, das ist eine coole Idee mit dem Weihnachten. Ja, da hat, ich glaube, da war mal eine Maus drin, die hat mal an den
irgendwo an. Die war Leo. An den Palmkätzchen genagt. Verflutet. Ich will das deswegen mitnehmen, weil es nach Maus riecht. Das kann durchaus sein. Da hier sind zum Beispiel ein paar abgenagt. Ja. So, wo hängen wir noch ein blaues hin? Hier zum Beispiel. Wir haben Mäuse auf dem Dachboden und die fressen alles. Was? Mäuse auf dem Dachboden? Wer hat diesen Trend denn ins Leben gerufen? Oh Mann. Huch! War ich das? Schön. Ein Osterbaum. Wundervoll. Ein Osterle. So, jetzt kann man nochmal 3-4 Monate stehen lassen und dann ist es egal, dann kann man wieder mit Weihnachten beschmücken. Ja, genau, finde ich auch. Oder wir schmücken die Eier ab und lassen ihn einfach so stehen. Es gibt ja Zimmertannen. Ja. Finde ich schön. Ich finde, der passt perfekt hier hin, der Baum. Ich finde den voll schön da. Ja. Doch. Sag mal, ob ich ihn stehen lassen soll, den Baum. Genau. Auch ohne Schmuck. Ja, genau. Ich finde, er macht sich gut da. Ja. So, jetzt zeig uns mal wieder so den Osterbaum so schön im Detail und so. Ich hoffe, du hast Hände gewaschen. Nein, habe ich natürlich nicht. Da war was Salziges. Geh mal rüber. Da bin ich wieder. Hallo. So. Gesäubert. Was wollen wir sagen? Wir haben jetzt... Frohe Ostern! Einen Osterbaum. Oh. Ich will auch noch wissen, wer neidisch drauf ist. Wer hätte auch gerne einen. Und das war es auch schon. Jetzt darf Xarok seine berühmten 10 Minuten langen Abmoderationen machen. Nö. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es euch gefallen. Wenn es gefallen ist, like da lassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Piep. Okay, tschüss. Ciao. Frohe Ostern. Yeah. Au.